So, hello everybody here in Berlin at Sächen on the Holzmarkt Areal and at home or wherever you are watching on Alex TV here in Berlin on the respective websites of our partnering institutions to another edition of Making Sense of the Digital Society. Having run for so long, and I'm really glad so many people actually could make it out to this venue here on site in Berlin. It's such a good site after all those years, and we know that. Ein guter Ort hier nach Berlin und ich weiß, dass es für einige Veranstaltungen schwierig ist, ein Publikum zu finden. Offensichtlich haben wir dieses Problem nicht, trotz der Pandemie, und wir freuen uns, dass es jetzt so gekommen ist. Sie wissen, dass dies eine Veranstaltung ist, die von zwei Organisationen durchgeführt, nämlich vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und auch von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die ist auch verantwortlich für diese Veranstaltungsserie. Ich werde ein wenig Sie einführen in das Thema und natürlich auch ein paar Informationen zu unserem Redner. Heute Abend gibt es einen Vortrag von ungefähr 45 Minuten. Wir fangen hier mit einer Diskussion hier danach an, hier auf der Bühne nach dem Vortrag. Und danach haben Sie auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen mit Slido, wenn Sie online folgen, und auch hier im Saal. Da gibt es ein Mikro, wenn Sie Fragen haben. Das werden wir dann rechtzeitig beginnen. Und dann werden wir Ihnen zuhören, auch auf Slido und folgen, was Sie sagen möchten. Das ist das dritte Treffen in diesem Jahr, und das ist das erste und das vierte Treffen in diesem Jahr wird nicht in Berlin, sondern in Frankfurt stattfinden, sondern im Rahmen eines Theaterfestivals, Festival Politik im freien Theater. Stefania Milan will dort sein und sie wird sprechen über Resistance in the Datafied Society, Widerstand in der datifizierten Gesellschaft. Und ich möchte jetzt eher kulturell anfangen, nicht nur, weil das hier aus einer Laune heraus ist, sondern weil wir in diesem Vortrag hier sehr viel über kulturelle Faktoren sprechen werden, wenn wir über Kultur, wenn wir über Krieg und Kriegsführung sprechen. Ich möchte mit einem Lied anfangen. Ich könnte es singen, aber das werde ich nicht machen, keine Sorge. Ich fange mit einem Lied an, das wir alle kennen. Krieg, wofür ist es? Ist der gut? Für absolut nichts. Sagt es nochmal. Das ist ein Lied des berühmten Motown-Musiklabels aus Detroit. Die Gesangsband Temptations sollte das 1969 singen, aber das Musiklabel hatte Angst, dieses Anti-Vietnam-Kriegslied von der Gruppe The Temptations singen zu lassen, und wegen der eher konservativen Fanbasis dieser Musikgruppe, und überließ das Lied dann Edwin Starr, und es kam an die Spitze der Charts. Der berühmte deutsche Philosoph Friedrich Kittler sagte, Popmusik ist ein Missbrauch von Heeresgerät, und zitierte damit einen General aus dem Ersten Weltkrieg, der nicht wollte, dass seine Soldaten Radio hörten. Die Rockmusik war damals gerade erfunden worden. Es gab bestimmte Techniker an der Front, die Radio- und Funkübertragung gemacht haben für die Deutschen und auch für die anderen Seiten. Und die engagierten sich nach dem Krieg darin. Also Krieg, wofür ist der gut? Für nichts. Das ist eine sehr ambivalente Zeile, mehrdeutige Zeile. Das bedeutet natürlich, dass Krieg für nichts gut ist, aber es hat auch eine andere Bedeutung. Nämlich, es ist ein ethisches Urteil, dass Krieg schlecht ist, aber es bezeichnet auch das Ziel des Kriegs, nämlich das große Nichts. Und das ist sozusagen eine Metapher für totale Zerstörung, für eine hohe Zahl von Toten, für das Nichts am Abgrund. Ich weiß nicht, ob dieses Lied auch heute noch funktionieren würde. Zunächst mal, weil die Popmusik ihren gesellschaftlichen Auftrag abgetreten hat an die Technologie. Wir brauchen gesungenen Slogan, wenn diese sozialen Medien effektiver sind beim Organisieren eines Protestes. Und es gibt nur einen zweiten Grupp, und das hat wahrscheinlich mit den üblichen Vorstellungen von Kriegsführung zu tun, die viele von uns haben. Und das bringt uns jetzt näher an das, was wir heute von unserem Gast hören werden. Der Vietnamkrieg war der erste Zeit, zumindest teilweise im Fernsehen übertragene Krieg, was wir in Deutschland oft den zweiten Golfkrieg nennen. Der erste war der Iran-Irak-Krieg und die Operation Desert Storm. Das war ja nur ein Teil dieses Krieges. Und damit begann sozusagen ein Wandel bei den Bildern. Wir hatten Radarbilder aus den Flugzeugen heraus, sogenannte präzisionsgelenkte Lenkwaffen, ein scheinbar leicht auf dem Boden zu gewinnen
Krieg, sauberer Luftschlacht und so weiter. Und dann gab es noch dass viele glaubten, dass dieses den Krieg sehr ändern würden. Aber welchen Krieg haben wir jetzt? Je näher der Konflikt rückt, umso verschwommener ist unser Wissen über die Technologie oder über die darin genutzten Technologien, reguläre, irreguläre, hybride, cyber, konventionelle und so weiter, Technologien und so weiter. Der heutige Vortrag soll hier etwas mehr Licht ins Dunkel bringen, nicht nur in Bezug auf die russische Invasion in die Ukraine, sondern auch generell in Bezug auf die wandelnde Vorstellung von uns, in Bezug auf Kriegsführung. Unser Redner war ein Soldat in der kanadischen Armee und hat dann in Glasgow studiert und ist jetzt Professor in King's College und kam extra aus London zu uns. Er ist Professor für Krieg in der modernen Welt. Er hat umfassend geschrieben über die Wirkung von Informationstechnik auf Krieg und Kriegsführung in den letzten Jahren. Und viele seiner Gedanken sind in seinem Buch von 2017 zusammengefasst. Das Buch heißt Carnage in Connectivity, Landmarks in the Decline of Conventional Military Power. Zurzeit geht sein Hauptinteresse bezieht sich das auf die Größe und das Ausmaß und den Erfindungsreichtum heutiger Befestigungsanlagen. Sein neues Buch heißt Guarded Age, das bewachte Zeitalter. Und in diesem Vortrag werden wir auch einen Einblick bekommen in die Theorie seiner Disziplin, in die Geschichte der Disziplin, und natürlich werden wir auch die heutigen Ereignisse diskutieren. Und ich bin ziemlich optimistisch, dass wir den Krieg anschließend in einem anderen Licht sehen. Aber ich muss auch schon sagen, das ist auch alles an Optimismus, was ich hier aufbringen kann. Als wir hier ein Vorbereitungs-Videogespräch hatten, sagte er mir, dass unsere Gäste gefasst sein sollten auf einen eher trüben Blick in die Zukunft, um zu betonen, welche Bedeutung der Ausgang des russisch-ukrainischen Krieges hat. Und so wichtiger ist es, dass dies ein wegweisender Moment für unsere Zukunft ist und dass wir deswegen besser verstehen müssen, materiell und auch sonst, was hier passiert. Und deswegen möchte ich Sie bitten, hier David J. Betts willkommen zu heißen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einleitung und die warmen Worte. Und ich danke nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Nun, ich hatte einmal gedacht, dass Krieg zu vielen Dingen gut ist, aber ich habe meine Meinung geändert, denn je älter man wird und je länger man etwas studiert, nun, umso weniger bin ich mir sicher, ob Krieg wirklich für irgendetwas gut ist. Aber der Krieg existiert weiterhin und das ist eine interessierte Tatsache. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was der Krieg an sich ist, aus ganz offensichtlichen Gründen. Ich werde nicht über die Gesellschaft reden, beziehungsweise ich werde mich eher auf die Gesellschaft konzentrieren, nicht so sehr auf die Technologie. Wenn Menschen hier über Bomben und Waffensysteme reden möchten, nun, dann bin ich natürlich auch gern dazu bereit, in der Diskussion im Anschluss darüber zu reden. Nun, ein Drittel des Themas wird Theorie sein der Kriegsführung, ein Drittel geht um die Geschichte und ein weiteres Drittel um die moderne Kriegsführung und wie ich den Krieg sehe. In der Eröffnungsszene vom Stanley Kubricks Film Odyssee im Weltraum gibt es eine 2-minütige Sequenz zu der Musik von Richard Strauss, also sprach Zarathustra, indem man zwei Gruppen vormenschlicher Wesen in einem Kampf sieht. Und am Ende dieses Kampfes gibt es einen unserer entfernt menschlichen Vorfahren, der den Schädel des Gegners mit einem Oberschenkelknochen zerschmettert. Und er wirft die neu gefundene Waffe triumphierend in die Luft, wo sie sich auf einmal in ein Raumschiff verwandelt. Viele von Ihnen werden diese Szene sicher gesehen haben und sich an diese erinnern. Nun, ich glaube, das ist ein Meisterwerk einer gewaltigen historischen Narrativs und ganz ohne Wort. Und ich glaube, es sagt auch einiges über den Krieg und über Menschen, die
ganz nützlich sind hier als Ausgangspunkt für meinen Vortrag. Denn den Krieg gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit. In der ganzen Geschichte gab es Krieg und wir gehen auch davon aus, dass es Krieg auch in der Vorgeschichte bereits gab. Und zweitens, es liegt in der Natur des Krieges, dass sich der Krieg an sich nicht verändert. Er ist immer noch grundlegend eine instrumentalisierte Form der Gewalt. Es geht immer noch essentiell darum, Schädel zu zertrümmern. Und drittens, die Form und Mitte des Krieges, also was wir auch als Kriegsführung bezeichnen, das ändert sich natürlich ständig im Laufe der Geschichte. Die Kriegsführung in jedem Ort und jedem Zeitpunkt in der Geschichte ist geprägt durch die dominierende gesellschaftliche Konstellation in all seinen verknüpften Aspekten, also kulturell, politisch, wirtschaftlich und technologische Faktoren gibt es hierfür. Technologisch würde ich jetzt mal zurückstellen, denn ich glaube, der technologische Faktor ist wahrscheinlich der unwichtigste Faktor hier und oft wird aber gedacht, dass er einer der wichtigsten ist. Nun, in diesem Vortrag möchte ich mich auf die Kriegsführung konzentrieren als eine veränderbare oder abhängige Variable. Und meine Prämisse ist, dass die Kriegsführung sich ständig verändert wie ein Chamäleon und genau wie die Gesellschaft sich ändert. Menschen sind sehr kreativ, wenn es ums Kämpfen geht. Wir sind unerbitterlich und raffiniert und suchen jede Möglichkeit, unsere Gegner zu töten und ihre Dinge kaputt zu machen. Also letzten Endes geht es darum, Schmerz zu verursachen. Vor 10.000 Jahren haben wir Felsen aufeinander geworfen oder Steine. Das war damals das Kampfpotenzial, das existierte in einer neolithischen Gesellschaft. Und jetzt werfen wir oder schießen wir Raketen aufeinander, denn unsere moderne, industrialisierte Gesellschaft hat ein viel größeres technologisches Potenzial. Nun, es wird oft angenommen, dass in den letzten ein bis zwei Generationen, dass unsere Gesellschaft zu einer postmodernen Informationsgesellschaft geworden ist, so eine digitale Gesellschaft könnte man auch sagen. Es gibt hier verschiedene Formen, das zu bezeichnen. Und wenn dies der Fall ist, dann so hier die Frage, sind die paradigmatischen Waffen und die Kriegsführungstechnologien, die es jetzt gibt und geben wird. Und darüber werde ich heute sprechen. Und ich habe hier drei wichtige Punkte, die ich machen möchte, ganz kurz. Erstens, auf der Ebene einer ganz gesellschaftlichen Konfrontation ist der Charakter der Kriegsführung im Informationszeitalter davon geprägt, dass Ideen scharf gemacht, zur Waffe gemacht werden. Also das ist etwas, in dem der Westen überraschend benachteiligt ist, weil er die Macht der Mythen nicht so gut genutzt hat in den vergangenen Jahrzehnten. Und dann zweitens, auf Ebene des physischen Krieges gibt es einen überraschenden Wechsel oder einen Wandel weg vom Manövern hin zu mehr statischeren Formen der Kriegsführung, was sich auch als Netzwerk ermöglichte Zermürbung nennen. Und wieder ist der Westen hier in einem bedeutenden Nachteil aufgrund lange zurückliegender industrieller und verteidigungspolitischer Vorlieben, die letztendlich dazu geführt haben, dass unsere Armeen dramatisch ausgedünnt wurden. Und drittens, angesichts der liberalen internationalen Weltordnung, die nach 1945 geschaffen wurden, auf dem Höhepunkt des Industriezeitalters, nun, das war eine Phase, in der der Westen sich langsam abwendet. Und hier sehen wir, dass die Veränderung der paradigmatischen Gesellschaftsform auch wieder das Weltgeschehen neu strukturieren wird. Die Prozesse, die zu diesen Dingen beitragen, sind Jahrzehnte alt. Aber die russische Invasion der Ukraine hat diese erneut in den Mittelpunkt gerückt. Und bevor ich jetzt in weitere Details einsteige, möchte ich jedoch ein paar Momente nutzen, um ein paar Definitionen zu klären. Und zwar erstens, Krieg und Kriegführung. Krieg ist die organisierte Nutzung von Gewalt durch eine organisierte Gruppe gegen eine andere aus irgendeinem politischen Motiv. Es gibt verschiedene natürliche Attribute, die existieren, egal in welcher Epoche in der Geschichte oder an welchem Ort der Welt wir uns befinden. Erstens. Schmerz soll geschaffen werden und Werte zerstört werden. Das unterscheidet Krieg von normalen politischen Handeln. Zweitens,
Krieg ist reziprok oder gegenseitig. Wir bekriegen kein lebloses Ding. Sie haben sicherlich schon mal gehört, Krieg gegen die Drogen, Krieg gegen die Arbeit und so, aber das sind keine Kriege, denn sie sind nicht gegenseitig. Denn beim Krieg muss man gegeneinander kämpfen. Wenn wir Krieg führen, dann bekriegen wir ein anderes, lebendes, kreatives Wesen, das genauso sehr gewinnen möchte wie wir. Und drittens, Krieg ist riskant. Und das liegt auch in der Natur des Krieges. Das Ergebnis jeder Aktion in einem Krieg ist nie vorhersehbar. Und das müssen wir hier verstehen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist es hier auch in diesen Themen, Bereich, dass wir das verstehen, denn häufig hören wir, dass die Technologie letztendlich diese Unvorhersehbarkeit auslöschen wird in Kriegen, aber dass quasi der Nebel des Krieges gelichtet werden wird, aber ich denke, das wird nicht passieren, das kann nämlich nicht passieren ohne einen Wandel in der Art der Kriegsführung und ich glaube, diese Wandel wird nicht eintreten, solange Krieg eine menschliche Angelegenheit ist, der Krieg eine menschliche Angelegenheit ist. Aber Kriegsführung, auf der anderen Seite im Gegensatz zum Krieg, verändert sich stetig. Wir schaffen neue Waffen, wir sind sehr kreativ, wir finden auch neue Arten, wie wir Dinge in Waffen umwandeln können, die gar keine Waffen an sich darstellen. Menschen sind wirklich erfinderisch, vor allem in nicht-militärischen Bereichen. Und das hat oft einen größeren Einfluss auf die Kriegsführung als die Schaffung neuer Waffen zum Beispiel. Nehmen wir die Schiene zum Beispiel. Die Schiene hat die Militärlogistik revolutioniert. Die Schiene ist wahrscheinlich einer der größten, der wichtigsten Gründe, warum es Deutschland heute gibt. Denn die Schiene hat dazu geführt, dass Deutschland erfolgreich war im Französisch-Preußischen Krieg. Telekommunikation, ein weiterer Punkt. Die Telekommunikation ist ein Schlüsselerfordernis für mobile Operationen mit vernetzten Waffensystemen. Es hätte keinen Blitzkrieg ohne Radios gegeben oder Medizin, ganz wichtig bei der Krankheitsbekämpfung oder Lebensmittelkonservierung. Ohne all das könnte man eine Armee kein ganzes Jahr im Krieg halten. Es wäre einfach nicht einsatzfähig und man könnte eben auch nicht viele Menschen auf einem Haufen haben, ohne dass alle krank werden würden, nur als Beispiel. Also ohne abstraktere Technologien wie zum Beispiel Zentralbankwesen oder doppelte Buchführung könnten große Armeen auch gar nicht finanziert werden. Also ein wichtiger Grund zum Beispiel, warum Großbritannien Napoleon in den Napoleonischen Kriegen besiegt hat, ist, dass Großbritannien sehr gut darin war, Geld einzuwerben, um Schiffe zu bezahlen, Verbündete auf den Kontinenten zu bezahlen. Also daher ist es keine Überraschung, dass die Folgen der digitalen Veränderungen auf den Krieg erwartet werden. Es gibt hier eine neue Entwicklung im Bereich des Digitalen und das könnte dazu führen, dass es neue Entwicklungen in der Kriegsführung gibt. Nun, Krieg ist mehr als nur sprunghafte Gewalt, weil Krieg ein politisches Ziel hat. Und Kriegsführung ist mehr als eine Kneipenschlägerei, denn letztendlich kann das volle Potenzial der Gewalt, das es innerhalb einer Gesellschaft gibt, mobilisiert werden durch den Krieg. Wie verstehen wir die Art und Weise, wie Gesellschaften Krieg führen? Nun, Gesellschaften führen ihre Kriege in derselben Art und Weise, wie sie Wohlstand schaffen. Und denken wir jetzt zum Beispiel an bäuerliche Gesellschaften und deren Kriege. Die Kriege haben auch sehr ländliche oder bäuerliche Einflüsse. Die Kriegseinsätze wurden zum Beispiel an der Anbausaison orientiert, denn es hat ja viel Geld gekostet letztendlich, wenn die Männer nicht bei der Ernte da gewesen wären. Und auch die Waffen sahen aus wie landwirtschaftliche Geräte, zum Beispiel lange Speere. Sie setzten Tiere ein, dieselben Tiere, die man auch auf einem Bauernhof finden würde. Die Hierarchie von landwirtschaftlich geprägten Armeen ähnelt auch denen der damaligen Gesellschaft, der Klassenstruktur mit Landbesitzern, Adelsoffizieren und Soldaten als Bauernschaften. Und
Das Gelbe gilt auch für die industrialisierten Gesellschaften, wo wir die Fabrikmanager zum Beispiel sehen und staatliche Technokraten, die standardisieren wollen, mechanisieren wollen, Massenmobilisierung als Ziel haben und insgesamt die rationale Anwendung der Wissenschaft auf militärische Probleme fordern. Was wir jetzt den Charakter der Kriegsführung nennen könnten, ist besonders bemerkbar am Anfang und am Ende einer jeden Epoche, wenn die Gesellschaften, die sich in einer Art der Kriegsführung engagieren, mit einer anderen Gesellschaft in Kontakt kommen, die eine andere Art der Kriegsführung haben. Und in solchen Fällen hat man so eine Art Laborversuch, in dem man sehen kann oder vergleichen kann, welche Wirksamkeit die beiden Formen haben, also alt gegen neu sozusagen. Und normalerweise wissen wir dann zu diesem Zeitpunkt, dass sich etwas Großes verändert hat in der Kriegsführung. Denn dann haben wir einen Krieg, bei dem der Gewinn recht klar und deutlich auf einer Seite liegt. Um uns das einmal vorzustellen, nehmen wir die Schlacht von Shiroyama aus dem Jahr 1877. Wenn Sie diesen Krieg nicht kennen, dann denken Sie mal an Tom Cruise und den Film Samurai, wo dieser Kampf dargestellt wird. Und normalerweise ist dieser Krieg bekannt als der letzte Einsatz der Samurai, wo eine Gruppe bester Schwertkämpfer des alten Regimes aus den landwirtschaftlich geprägten Systemen prächtig in ihrer Rüstung und ihren individualisierten Insignien gegen eine übermächtige Masse sehr einheitlich uniformierten Gewehrschützen der neuen imperialen japanischen Armee kämpft. Und letztendlich wurden die Samurai komplett ausgelöscht. Die industrielle Revolution hat die Gesellschaft auf jeden Fall verändert. Und dazu muss ich wahrscheinlich noch einiges mehr sagen. Gleichzeitig wurde auch die Kriegsführung verändert. Wir können hier nicht nur in ein, zwei Abschnitten darüber reden, denn es ist ein großer Wandel. Also ich möchte hier drei Dinge erwähnen, die wichtig sind. Ich komme gleich dazu. Erstens, der erste Faktor ist, dass die alten Paradigmen nicht vollständig ausgelöscht oder ersetzt werden durch die neuen Paradigmen. Anstattdessen scheint eine Art Mix zu entstehen der beiden und manchmal ist es so, dass die Wichtigkeit von alten Dingen wieder auftaucht und zwar auf sehr schockierende Art und Weise. Das ist vor allem der Fall zum Beispiel bei Gewohnheiten und Kunst. Das kennen wir alle. Nur um ein Beispiel zu nennen, wieder Japan. Im heutigen Japan handelt es sich um ein Land, das eine Hightech-Nation ist, ein ganz modernes Land. Aber überall sieht man Samurais. Wenn Sie in irgendeinen Bezirk gehen, eine Nachbarschaft, dann sehen Sie dort eine Kendo-Schule, wo die traditionelle Fechtkunst gelehrt wird. Oder man geht zu einem Kleinstadtfest. Dort wird man Menschen sehen, die Bogenschießen üben oder andere archaische Künste praktizieren. Also ich glaube, es ist einfach in der menschlichen Natur und das ist sehr bewundernswert, dass Menschen sich lange an etwas festhalten, auch noch lange nachdem sie überhaupt eine übergeordnete oder überhaupt eine Funktion hatten, einfach weil man diese Dinge mag. Und dasselbe gilt auch für materielle Dinge, bis zu einem bestimmten Grad. Und um das einmal zu unterstreichen, möchte ich Ihnen sagen, dass das industrielle Kriegsmodell, das Experten auch das moderne System nennen, auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs erfunden wurde. Und zwar, um das Problem des Grabenkriegs zu lösen. Und es geht hier im Grundsatz darum, dass Waffen, Infanterie, Rüstung, Artillerie, Luftwaffe zusammen eingesetzt wurden. Im allgemeinen Bewusstsein ist es diese Entwicklung in der Kriegsführung häufig verbunden mit einem Bild von Bildern, von Pferden und von Panzern. Vielleicht kennen Sie ja auch einen bekannten Roman, der War Horse heißt, also Kriegspferd. Also diese Idee von Pferden und Panzern geht hier miteinander einher. Nun, Pferde sind sehr anfällig und gefährdet durch Geschosse und Gefecht, aber Panzer sind tatsächlich vor Geschossen gut geschützt. Und deshalb, wenn man jetzt einmal sich
von dem Hintergrund der modernen Kriegsführung überlegt, was die Zukunft der Kriegsführung hier bedeuten würde. Nun, der Schluss wäre, dass es keine Pferde geben dürfte. Aber wenn man sich jetzt mal die Details anschaut, zum Beispiel der britische imperiale Kamelkorps, nun Kamele in diesem Fall, auf denen man reiten kann, nun, das war... Dieser Korps war ein ganz wichtiges Kontrollmedium in großen Teilen des britischen Afrikas in der Zeit zwischen den Kriegen und haben auch eine wichtige Rolle im Abessinienkrieg von 1940 bis 1941 gespielt. Die deutsche Armee des Zweiten Weltkriegs, die häufig als die erste perfektionierte mobile Einsatzarmee gesehen wird. Nun, das System beruhte hier auf Pferden und Wegen bis zum Jahr 1945. Die sowjetische Armee hatte Dutzende Kavallerieeinheiten eingesetzt während des Krieges und auch später noch wurden selbst ganze große Reiterformationen in der Größe von ganzen Korps eingesetzt. Und auch wurden Pferde an der Ostfront eingesetzt. Und deshalb hatte Deutschland unter anderem auch zwei ukrainische Kosakenreitereinheiten rekrutiert während des Zweiten Weltkriegs, die in Gegenangriffen Operationen genutzt wurden. Und auch heute gibt es noch das United States Marine Corps, also die Marine der USA, die eine Schule in einem bergigen Teil von Kalifornien haben, wo die Soldaten lernen, Pferde zu reiten, zu bepacken etc. Ich könnte noch weitere Beispiele für Kontinuität im Gegensatz zu einer Revolution in militärischen Angelegenheiten geben, aber tatsächlich ist es so, dass alte Dinge nicht vollständig verschwinden. Sie werden vielleicht abgeschwächt, verändern sich ein bisschen. Aber sie verschwinden nicht vollständig. Und wieder, um uns das einmal genau vorzustellen, dass Sie sich sicherlich gut vorstellen können, wenn Sie Filme und Bücher mögen, dann stellen Sie sich einmal einen Commander der Luftkavallerie in dem Vietnamkrieg-Film Apocalypse Now vor. Dieser Kommandeur trägt einen Reiterhut und fliegt in den Kampf mit einem Helikopter und hört dabei die Musik von Wagners Walkürenritt. Und Dinge sind also nicht schwarz oder weiß, eher gibt es Grauzonen und nicht monokausal oder unidirektional, sondern manchmal geht es vor und zurück etc. Und zweitens, auch wenn wir ein paar epochale Zeitübergänge hatten, ich habe jetzt gerade über bäuerliche und industrielle Gesellschaften gesprochen und auch über das Informationszeitalter. Nun, ein Faktor, den wir häufig sehen, ist, dass das Tempo des Wandels sich beschleunigt. Das bäuerliche Zeitalter dauerte eine lange, lange Zeit, und zwar vom Anfang der Zivilisation bis zu vor einigen hundert Jahren sozusagen. Das Industriezeitalter jedoch im Vergleich ist gerade mal 200 Jahre alt, also ein Augenzwinkern in der Zeitgeschichte. Das industrielle Zeitalter ist jedoch durch einen sehr schnellen Wandel gekennzeichnet. Und dadurch werden Menschen, die es beobachten, häufig geblendet. Im Zweiten Weltkrieg gab es vor allem so einen unglaublichen Verlust an Menschenleben, vor allem in den ersten zwei Jahren, weil die napoleonische Ordnung mit Generalrängen zum Beispiel nicht auf die neuen Möglichkeiten des Kriegs passten. Viele Militärhistoriker damals würden sagen, dass es in dem Jahr 1916 bis 1918 mehr militärische Anpassungen gegeben hat als in den ganzen Jahren seitdem. Und in dieser kurzen Zeit haben bewaffnete Streitkräfte gelernt, Langstreckengeschosse zu verwenden, Panzer, andere mechanische Gefährte, Schlachtfeld, elektronische Kommunikation etc. Und all das haben sie gelernt während des Kampfes in einem der größten Kriege der Menschheit. Und der wichtigste Punkt ist hier, denke ich, dass wenn man davon ausgeht, dass es einen Übergang von einer Epoche zu einer anderen gab, von einem Paradigmen zu anderen Paradigmen, dann wäre die logische Schlussfolgerung hier, dass wir uns jetzt in einem Moment befinden, an dem wir feststellen müssen, dass alles, was wir getan haben, falsch war und dass wir nun sofort etwas ganz anderes tun müssten. Drittens, der Wandel von einem Zeitalter zu einem anderen scheint mit dem Wandel in der internationalen Ordnung einherzugehen. Und diese Veränderungen sind oft groß und drastisch. Das ist sehr offensichtlich. Weniger offensichtlich ist hier, dass es
oft nicht die ersten Profiteure dieser Veränderung sind, die auch langfristig davon profitieren. Nehmen wir als Beispiel die industrielle Revolution, die den Aufstieg des Westens, vor allem der europäischen Mächte, begünstigt hat, die auch militärische Macht ausüben konnten auf eine Art und Weise, in der der Rest der Welt nicht hinterherkam. Aber gleichzeitig führte dies auch zu den Weltkriegen und hat die europäischen Weltmächte geschwächt und hat zwei außereuropäische Supermächte geschaffen, nämlich die USA und die UdSSR. Schauen wir uns jetzt mehr die Gegenwart an. Ich habe jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen, weil ich glaube, das ist eine der besten Möglichkeiten, um unsere heutige Paradoxe zu verstehen. In Bezug auf den letzten Punkt, den ich angesprochen habe, nun, ich glaube, das Wichtige, was wir hier verstehen müssen, ist, dass selbst wenn große Weltmächte von den Gezeiten der Geschichte vorbei davon geschwemmt werden können, und das passierte zu den europäischen, das passiert den europäischen Großmächten, das passierte der UdSSR, und das ist, was der heutigen liberalen internationalen Weltordnung heute passieren könnte, so denke ich zumindest. Nun, wenn man sich das Informationszeitalter einmal anschaut, ich glaube, dieses Publikum möchte ja, dass wir auch vorankommen. Deswegen möchte ich nicht zu sehr auf dieses Thema eingehen, denn Sie alle kennen wahrscheinlich die Literatur zum Informationszeitalter, auf die ich hier Bezug nehmen werde. Also werde ich es kurz halten. Ich denke, dass das Informationszeitalter nicht gestern begonnen hat. Nicht mit der Erfindung des Mikrochips, nicht mit Google, Amazon oder was auch immer, sondern der Beginn liegt noch weiter in der Geschichte zurück. Ich bin 53 Jahre alt und ich würde sagen, dass ich nie in einer nicht vernetzten digitalen vernetzten Gesellschaft gelebt habe. Und Gelehrte, die viel schlauer sind als ich, haben darüber oder über den Beginn des Informationszeitalters bereits seit ungefähr 50 Jahren geschrieben. Also das Informationszeitalter gibt es bereits seit einer Weile und ich glaube, wir können also auch ein paar Schlussfolgerungen darüber ziehen. Wenn wir jetzt über Kriegsführung sprechen, dann können wir beobachten, dass moderne militärische Streitmächte dazu geführt haben, dass die Gebiete von anderen Nationen außerhalb des Westens eingenommen wurden, wohl zu ihrem eigenen Vorteil. So war das Narrativ. Es ging darum, dass Fortschritt durch europäische Ideen nur erreicht werden könnte. Und hier brauchte man auch noch den militärischen Muskel, um diese Ideen auch wirklich zu verbreiten. Und dann hat man gesehen, dass wir hier große Kriege hatten, die dazu geführt haben, dass ein Großteil dieses Kontinents ausgelöscht wurde bzw. ruiniert wurde. Das Potenzial der Kriegsführung und der Veränderung hierin ist jedoch keine Richtungsweisung dahin, ob diese Veränderung wirklich erfolgreich ist. Schauen wir uns neuere Technologien an, dann stellen wir uns die Frage, was mit der Kriegsführung passiert, wenn Computer, Mikroelektronik etc. angewandt werden. Und ich glaube, hier müssen wir mit der Frage nach dem allgemeinen Kontext beginnen. Und hier ist zu sagen, dass die Qualitäten des Informationszeitalters und die Eigenschaften wie folgt lauten, die folgenden Charakteristika, nämlich ein hoher Grad an Immaterialität von Werten in der allgemeinen Wirtschaft. Also wenn man Wissensindustrien hat, was machen diese Wissensindustrien? Sie schaffen Werte, und zwar nicht, indem sie Dinge produzieren, sondern indem sie Ideen schaffen, die eventuell zu physischen Produkten führen, die oft woanders produziert werden. Oder es bleiben einfach nur Ideen und sie werden nicht in Produkte umgewandelt, da sie als Ideen bereits vermarktbar und veräußerbar sind. Zum Beispiel Finanzdienstleistungen, Unterhaltung etc. Zweitens, es gibt einen großen Anstieg in der Mobilität von Informationen. Das heißt, man kann Mengen an Daten in einer Geschwindigkeit, in einer Reichweite teilen, die sehr erstaunlich gewesen wäre, noch vor einigen hundert Jahren. Und das ist auch ein Grund, warum es heutzutage so schwierig ist, Geheimnisse zu bewahren. Für Regierungen ist das wirklich ein Problem, aber auch für uns alle anderen, würde ich sagen. Denn wir sind alle so enthusiastisch dabei, unsere Dinge zu teilen, dass es wirklich schwierig wird. Und drittens, es gibt einen dramatischen Fortschritt im Bereich der
Vereinfachung von bestimmten Arten von Erfindungen, die sehr, sehr schnell von Randphänomenen zu einem Mainstream-Phänomen werden, in teilweise Tagen oder Stunden. Das bezeichnen wir auch als, wenn etwas viral geht, sozusagen. Die Veränderungen im militärischen Bereich folgen ähnlichen Mustern und benutzen auch die ähnliche Art von Sprache. Sie haben sicherlich schon mal gehört, Wissen ist Macht. Das ist ein Satz, der wohl von Francis Bacon geschaffen wurde. Aber dieser Satz ist auch noch heute auf jeden Fall wahr. Und diese Aussage wird noch verstärkt durch digitale Technologien ermöglicht. Kommunikation, GPS-Navigation, mächtige Sensoren und Präzisionsangriffswaffen. Damit ein General die Streitmacht seines Gegners sehen kann, noch bevor diese ihn sehen können oder seine Streitmacht, und alles zu identifizieren, was auf dem Schlachtfeld vorhanden ist, und akkurate Angriffe führen zu können oder Präzisionsangriffe, das wäre auf jeden Fall ein unglaublicher Vorteil. Das würde einem doch wohl ermöglichen, diese Art von Konflikt zu gewinnen. Ironischerweise ist es so, dass die ersten Militärtheoretiker, die diese Entwicklung gesehen haben, in der Sowjetunion zu finden waren, im Generalstab der UdSSR, nicht in den USA, denn die Sowjetunion hat sehr gut verstanden, wie sehr sie in Bereichen Mikroelektronik und Informatik dem Westen hinterherhinkten. Das heißt, sie schauten sich das an, diese Schwächen, und verstanden, dass Kriege gegenseitig sind. Da sie diese Entwicklung gesehen hatten, schlussfolgerten sie, dass der Westen in der Lage sein würde, eine neue Art der Kriegsführung zu schaffen, wo die Streitmacht viel kleiner sein müsste und trotzdem mehr Macht hätte, sozusagen. Das heißt, sie haben geschlussfolgert, dass sie ein Gegengewicht finden müssten gegen dieses Übergewicht. Und in dem Golfkrieg 1990-91 wurden die irakischen Streitkräfte aus Kuwait von den Amerikanern geführten internationalen Koalitionen herausgeführt, und das wurde ein richtiger Wendepunkt, nahezu wie der Erste Weltkrieg. Und man dachte, dass es vielleicht ein Fanal für die Zukunft der Kriegsführung sein würde. Und der Westen ging auch jetzt davon aus, dass es eine neue digitale Revolution in militärischen Angelegenheiten gegeben hat. Und die Theorie dahinter war, dass Hightech oder die neuen Technologien es den westlichen Armeen ermöglichen würde, kleiner zu werden, leichter zu werden, in einer neuen Art der Kriegsführung, die preiswerter, schneller und entschiedener zu Ende geführt werden würde. Allgemein gesagt, wurden diese Überlegungen auch von anderen geteilt und standen im Einklang mit anderen großen Ideen in der Gesellschaft der damaligen Zeit. Sie erinnern sich vielleicht auch hier an den Begriff eine neue Weltordnung. Eine neue Weltordnung, die unipolar ist, mit den Vereinigten Staaten an der Spitze, und natürlich auch mit dem, was von dem Historiker Francis Fukuyama als das Ende der Geschichte bezeichnet wurde. Welche Kriege auch immer wir danach führen würde es nicht mehr um die Verfassung gehen oder um wirtschaftliche Modelle, denn letztendlich hatte der liberale demokratische Kapitalismus gewonnen. Natürlich war das nicht das Ende der Geschichte, so wie wir das heute in den Schlagzeilen ja zu lesen und wie das auch in den letzten 20 Jahren nicht der Fall war. Diese These, dass wir das Ende der Geschichte erreicht haben, ist ja stark widerlegt worden. Beim Wechsel von einem Zeitalter in ein anderes in der Vergangenheit war das, was also die positive Richtung angesehen wird, das kann sich dann plötzlich dramatisch umschlagen und in die entgegengesetzte Richtung entwickeln. Auch die Geschwindigkeit des Wandels, das ein starker Aspekt bei dem Wandel hin zur industriellen Modernität war, hat sich nochmal beschleunigt, und zwar dramatisch. Ich denke, das beste Beispiel hierfür ist, dass die effektive Deindustrialisierung des Westens, das ist ein Prozess, der
Das ist das deutlichste Beispiel dafür. Und das passierte eigentlich mehr oder weniger in weniger als einer Generation. Während des Schlusses des Vortrags werde ich mich noch auf drei miteinander verbundene Aspekte befassen, die mit dieser sich immer noch entwickelnden Geschichte der militärischen und strategischen Auswirkung des Informationszeitalters. Dieser Krieg zwischen Russland und der Ukraine seit Frühling 2022 hat deutlich Dinge gezeigt, die immer schon anwesend waren, aber die wir nur schwach wahrgenommen haben. Aus der Sicht einer westlichen Person, die zu einem westlichen Publikum spricht, ist das sehr alarmierend. Das Vorspiel dieses Konflikts ging auf die Invasion der Krim 2014 zurück oder sogar auch schon auf die Zeit davor. Da gab es ja eine Konfrontation zwischen den beiden Ländern und der Westen war immer schon heftig darin verwickelt. Und das geht zurück auf die Auflösung der UdSSR vor 30 Jahren. Das hat sich entwickelt in einen Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland. Das zeigt sich ganz deutlich, wenn Sie sich das Hauptquartier der NATO in Brüssel ansehen würden und sich dort die Wände anschauen würden. Und da sehen Sie das ganz deutlich, denn da gibt es, die ganze Wand ist voll mit Propagandapostern. Was wirklich besorgniserregend ist aus meiner Sicht, ist, dass es erstens keine Chance für einen Sieg des Westens gibt und auch keine Chance für einen Sieg der Ukraine. Und solange dieser Krieg noch andauert, gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze eskaliert. Das Entstehen des Eurasischen Paktes zwischen China und Russland, was der Westen verursacht hat, ist ohne Frage das global strategisch folgenreichste Ding seit Ende des Kalten Krieges. Der Aufstieg Chinas, das historisch schwächer war, als es wollte, und zwar über ein Jahrhundert hinweg. Dieser Aufstieg ist ein ziemlich natürlicher Prozess. Die Verbindung zwischen Russland und China war eigentlich nicht unvermeidbar, aber ist doch jetzt sehr wahrscheinlich. Und dann gibt es noch den Selbstschaden, den wir uns selbst zugefügt haben, der westlichen Finanz und auch den westlichen Volkswirtschaften und den westlichen Verbrauchern durch die Maßnahmen der globalen Finanz, die der Westen ergriffen hat. Ich denke, mindestens die Hälfte unserer Bevölkerung ist davon betroffen, von den negativen Auswirkungen dieser Finanzmaßnahmen. Und es gibt auch noch das Problem, dass die westlichen Arsenale ausbluten, und zwar sehr schnell, und dass die westlichen Industrien diese Lager nicht schnell genug auffüllen können. Und die Kosten für schwere Geschütze nehmen drastisch zu. Und wir gehen davon aus, dass Russland bei der jetzigen Rate noch weitere 5,5 Jahre weitermachen kann, und zwar mit den vorhandenen Vorratsbeständen, unberücksichtigt dabei die weitere Produktion. Es gibt Zehntausende von Fahrzeugen, noch Tausende von ballistischen Raketen und Missiles. Wir sind jetzt hier im Informationszeitalter und wir schauen uns gleichzeitig etwas an, was aussieht wie ein industrieller Krieg, der auf eine Entfernung von 1500 Meilen geführt wird, der voll mit Schützengraben und Befestigungsanlagen ist, die uns an den Ersten Weltkrieg erinnern. Und es würde die Leute wirklich an ihren Krieg erinnern. Und es scheint hier, dass Russland unvermeidbar gewinnt, dank der Überlegenheit seines militärischen Muskels, von dem wir annahmen, dass er jetzt veraltet wäre. Und Dinge, die wir erwartet hätten, wie zum Beispiel Cyberangriffe in diesem Konflikt oder auch Desinformationskampagnen, ist ja schon eine lange Beschäftigung der Russen gewesen, all das war bisher mehr oder weniger ineffektiv. Und deswegen haben wir den Eindruck, dass die Ukraine den Informationskrieg gewinnt, während sie aber gleichzeitig den wirklichen Konflikt verliert. Das ist also sehr paradox. Die Situation läuft etwas anders, als wir es erwartet hatten. Warum ist das so? Ich würde sagen, aus zwei Gründen.
Das Wichtigste ist, dass die Kriegsführung, Kriegsführung inhärent selbstausgleichend ist. Es, Änderungen in der Kriegsführung gibt es, ja, Kriegsführung ändert sich, aber das ist mehr oder weniger selbstausgleichend. Es strebt immer einem Gleichgewicht auf dem Schlachtfeld hin, wo bestimmte dauerhafte Faktoren entscheidend sind. Diese dauerhaften Faktoren sind meiner Ansicht nach die Fähigkeit, physische Gewalt zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Logistische Fragen hier. Hat man Waffen? Kann man diese Waffen bereitstellen und so weiter? Dann der Mut und die Ausdauer, diese Kampfhandlungen aufrechtzuerhalten, und zwar im Angesicht der größten Anstrengungen des eigenen Feindes, einen zu vernichten. Das heißt, das ist die morale Kraft und als dritter Faktor die Unterstützung der eigenen Bevölkerung, das, was ich Leidenschaft nennen würde. Das galt für agrarische Kriegsführung, auch für Kriegsführung im Industriezeitalter, und es gilt auch für Kriegsführung im Informationszeitalter. Und das, daraus zeigt sich, dass selbst in einem Informationszeitalter physische Dinge wirklich wichtig sind. Und auch in früheren Zeiten waren immaterielle Dinge wichtig. Und ich möchte jetzt mal ein Gedankenbild hier aufbauen. Die Szene ist Ende April 2020. Der Ort ist ungefähr eine halbe Meile hinter der Frontlinie, irgendwo in der Donbass-Region, wo der Befehlshaber eines Milizbataillons im Donetsk interviewt wird von einem russischen Militärreporter. Das Bataillon war seit Wochen in heftige Gefechte verwickelt und insgesamt sehr erfolgreich. Der Befehlshaber war ein früherer Kommunalverwalter, sehr erfahren und seit 2014 im Krieg. Gleichzeitig ist er auch ein Amateur, denn er hat keine formale militärische Ausbildung, die seinem Rang entsprechen würde. Und hier beziehe ich mich auf ein tatsächliches Interview, das auf dem Telegram-Kanal des russischen Verteidigungsministeriums auftauchte. Das heißt, jeder konnte dem folgen. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit zuerst auf das Hauptquartier an sich lenken. Denn wenn man sich das zunächst mal ganz flüchtig anschaut, dann würde man es gar nicht erkennen als ein Militärhauptquartier. Denn es ist eigentlich nur ein ganz normaler Transporter, der grün angemalt ist mit einem großen weißen Z auf der Seite. In diesem Fahrzeug gibt es zwei große Fernsehbildschirme, die an der Wand befestigt sind und die verbunden sind mit einem behelfsmäßigen Kommunikationssystem. Und dazu gibt es noch eine Reihe von Laptops. Es gibt einen Hauptmann, der auf einem Plastikliegestuhl sitzt und in den Computer reintippt. Er scheint diese Operation zu leiten. Er hat eine ganze Menge von Handys da liegen, und auf dem Fernsehbildschirm sieht man die Live-Bilder von 12 handelsüblichen Drohnen. Drei davon sind und gehören zu für jede Hundertschaft dieses Bataillons. Das Ganze sieht nicht hübsch aus. Die Kosten für das Fahrzeug und die Drohnen sind vielleicht 50.000 Euro. Also vielleicht noch ein bisschen weniger, je nachdem, ob man noch einen Discount bekommt. Das ist aber trotzdem sehr effektiv. Und dieser Oberbefehlshaber beteiligt sich am Kriegsführung im Informationszeitalter und meiner Ansicht nach an einem Krieg, den sie dabei sind zu gewinnen. Das ist für mich die netzwerkermöglichte Zermürbung oder Abnutzung. Das heißt, es geht darum, den Feind abzunutzen durch normale Feuerkraft, unterstützt von digitalen Systemen, die billig sind und die effektiv und nachhaltig genutzt werden, sodass dieser Einsatz am Ende gewonnen werden kann. Moores Gesetz. Ich denke, jeder kennt das Gesetz von Moore. Im Grunde sagt es einfach, dass die Kosten für eine Rechnerleistung nimmt ab, und zwar drastisch, denn die Zahl der Transistoren in einem Schaltkreis verdoppelt sich sehr schnell. Also alle zwei Jahre verdoppelt sich die Transistoren auf einem Schaltkreis. Und da haben Sie sicherlich gehört, dass es heute, Sie kennen sicherlich den Satz, dass es heute mehr Rechnerleistung in Ihrer Apple-Uhr gibt, als in den Computern, die Menschen auf den Mond gebracht haben vor 50 Jahren. Und das gilt natürlich auch für Militärausstattung. Im Westen ist es so, dass die Militärbeschaffung viel länger braucht, eher 20 Jahre als
2 Jahre braucht man für die Beschaffung und eigentlich eher auch mit nicht handelsüblichen Ausrüstungen. Das heißt, die Kosten eines Hauptquartiers, so wie das, was wir dann in Donetsk gesehen haben, wenn das die deutsche oder die britische Armee kaufen würde, dann würde das wahrscheinlich Millionen kosten. 5 bis 10 Millionen wahrscheinlich. Es brauchte 5 Jahre, das zu planen und 10 Jahre, um es dann wirklich zu bauen. Und dann würde es Technologie haben, die 15 Jahre alt wäre. Wirklich, es würde wahrscheinlich hübscher aussehen, aber es wäre bei weitem nicht so gut und ausgesprochen teuer. Das Beispiel, das ich hier genannt habe, ist, stammt aus der jüngsten Zeit. Das ist ein kleines Beispiel, aber es ist nicht einzigartig. Das ist wirklich etwas, was für alle militärische Ausstattung gilt, auch für Spitzenausstattung. Denken Sie zum Beispiel an die Rechnerleistung des neuen American F-35 Kampfflugzeugs. Das ist wirklich die entscheidende Qualität dieses Flugzeugs, ist die Software. Das soll dieses Flugzeug außergewöhnlich machen, nicht die Flugtechnik an sich. Also wenn Sie ein F-35-Kampfflugzeug kaufen, dann ist es eher ein Software-Paket mit einer Art Flugzeug darunter. Das jüngste Tesla-Auto hat 100-mal mehr Prozessorleistung als ein F-35 zu einem Bruchteil der Kosten. Das heißt, die Militärtechnik war hier nicht die treibende Kraft hinter der Entwicklung der Technologie, sondern hinkt hinter der Ziviltechnik hinterher. Und es ist das schnelle Wachstum im Informationszeitalter und in der Leistungsfähigkeit des Informationszeitalters stammt nicht aus der Militäranwendung, sondern aus anderen Bereichen. Also selbst und das sieht man in Russland, selbst da, wo das behelfsmäßig gemacht wird. Und die sind in der Lage, mit diesen Gerätschaften ihre Fähigkeiten zu einem Bruchteil der Kosten drastisch zu erhöhen. Und das erinnert mich an das, was die Soldaten und Offiziere im Ersten Weltkrieg hatten, wo sie moderne Systeme der Kriegsführung miteinander verbundenen Ansammlungen von Landwirtschaftsmaschinen geschaffen haben, mit angeschweißten Schutzplatten, mit Holz- und Leinwandflugzeugen und so weiter. Das Ergebnis war auch nicht hübsch, aber es funktionierte. Und das war entscheidend für die Kriegsführung in den nächsten Jahrzehnten. Not macht erfinderisch, sagt man. Und ich mache mir Sorgen, dass der Westen lange Krieg gespielt hat und zu lange sich abgeschirmt hat von Not und deswegen nicht erfinderisch genug ist, jetzt, wo es zählen würde. Und das hat uns in eine nicht sichere Position geführt. Ich würde einen Fehler machen, wenn ich auch nicht das breitere Informationsumfeld in diesem Konflikt hier berücksichtigen würde. Ich habe ja zuvor gesagt, dass physisches Material wichtig ist, aber das bedeutet nicht, dass Immaterielles nicht wichtig ist. Ich denke, beides ist wichtig. Physisches, Materie und auch Immaterielles sind wichtig. Und wie das in einer hypervernetzten Welt sich auswirkt, wie in unserer Welt, ist es noch materialistischer. Und das ist auch alles dann sehr verwirrend. Und ist das heute wirklich schwieriger als in der Vergangenheit? Ja, ich würde sagen, ja, nicht, weil Leute darüber stöhnen, dass ihre jetzige Zeit komplexer ist und besonders komplex und schwierig ist. Das ist, denke ich, ein normales menschliches Problem. Wir stöhnen über unsere Zeit und sagen immer, dass unsere Vorfahren es so deutlich einfacher hatten. Die Vergangenheit war so viel schöner, so viel einfacher. Das wird ja oft gesagt. Also ich bin mir nicht sicher, ob ein Befehlshaber in den 30-jährigen Krieg oder in Katha-Kriegen wirklich so viel einfacher hatten. Ich glaube, die moralische Dimension eines Kriegs war immer eine große Herausforderung. Anfang der 20. des zweiten Jahrtausends, der amerikanische Politikwissenschaftler Joseph Nye, den Begriff Softpower genannt. Und das hat damit zu tun mit der Attraktivität eines Landes und seiner Kultur, im Gegensatz zur Hardpower, was das militärische Potenzial eines Landes beschreibt in Verbindung mit der industriellen Macht eines Landes. Und diese Softpower ist, denke ich, ein Konzept der Informationszeit. Also das ist mehr so wie so ein Produktname, Apple, Coca-Cola, Nike, Volkswagen und so weiter. Das heißt, da gibt es Wert dran, aber das
Immaterielle ist auch wichtig, und aber sehr subjektiv. Und Informationswarfare, da geht Kriegsführung, da geht es um das Managen der Wahrnehmung eines Konfliktes. Das heißt, man muss sich mit der Stimmung, mit den Idealen, mit dem Glauben der Menschen befassen und das war immer sich wichtiges Konzept, das war eine wichtige Strategie hinter dem Sieg über die Sowjetunion am Ende des Kalten Krieges. Und ich denke, dass die heutzutage sind in einer Zeit, wo wir nicht davon sprechen, dass wir Krieg führen gegen andere Länder, sondern dass wir Krieg führen gegen illegitime Regime. Und das Ganze macht die Übermittlung der Botschaft deutlich schwieriger, wenn man eine Bevölkerung, die ganz offensichtlich kein Feind ist, für deren Gut, für deren Wohl bombardiert, dann ist es doch schwierig, diese Botschaft zu übermitteln. Also das ist ein wirklich sehr schwieriges Verkaufsargument. Und noch eine Wendung hierbei ist, dass der Krieg ist der Wettbewerb zwischen dem Willen der Bevölkerung. So muss man sich, das bedeutet, dass man sich auch um die Stimmung der eigenen Bevölkerung kümmern muss. Also Propaganda ist etwas, was die meisten Demokratien nicht so gerne offen tun. Also in den letzten hunderten Jahren haben alle guten Propagandisten sich nicht Propagandisten genannt. Das ist die erste Regel, Propaganda nicht zu nennen, nicht zu sagen, dass man Propaganda macht und so weiter. Bis zum Modernisierungsgesetz durfte in Großbritannien der Begriff Propaganda nicht genutzt werden. Das wird jetzt gemacht und aber strategische Kommunikation wird es genannt, und das ist ein blühender Wirtschaftszweig. Einige von Ihnen arbeiten vielleicht in dem Bereich. Ziemlich wahrscheinlich heutzutage ist es das beliebteste Masterprogramm im Institut für Kriegsstudien, wo ich unterrichte. Und Propaganda, wie auch immer wir das nennen wollen, ist und war immer ein wichtiger Aspekt der Kriegsführung, denn Menschen müssen motiviert werden, und zwar leidenschaftlich für den Krieg, denn sonst, wofür sollten sie sich sonst opfern? Kriegsführung im Informationszeitalter ist Kriegsführung in einem Kontext, wo die Kommunikationskanäle immer mehr werden, wo die Sichtbarkeit kleiner und entfernter Ereignisse zunimmt, und das heißt, es ist ganz schön schwierig. Ich würde sagen, dieser Kontext ist eine Herausforderung an sich schon. Und das ist eine Herausforderung, weil es wirklich notwendig ist, einen Mythos zu entwickeln. Wenn man in einem Krieg beteiligt ist, wenn man möchte, dass die Bevölkerung leidenschaftlich dabei ist, dann braucht man Zugang zu einem Mythos. Und wenn wir das Informationszeitalter oder Postmodernität, ich glaube, wenn wir das gleichsetzen, ich glaube, das ist wirklich sinnvoll, das zu machen. Modernismus und Industrialisierung setzen wir gleich, also können wir Informationszeitalter mit Postmodernismus gleichsetzen. Und da ist Postmodernismus etwas, was intrinsisch feindlich eingestellt ist zu solchen Mythen. Und wir erleben eher, dass das Publikum fragmentiert wird und nicht geeint wird. Und dieser Mangel an Mythos-Power, das heißt die Möglichkeit, sich an das Volk zu wenden und aufzurufen, sich zu opfern, das gibt es nicht. Und das schwächt einfach den Westen. Und zwar dem Volk dann oft auch ein Zusammenbruch des Vertrauens in der Gesellschaft. Und Krieg ist ein kollektiver Gesellschaftsanstrengung. Und eine Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, sich zu opfern, wird verlieren. Und eine Gesellschaft, die sich nicht kollektiv sinnvoll definieren kann für seine Bürger, wird keine kollektive Anstrengung schaffen. Das Ganze wird dann fragmentiert und
Ich war heute im Deutschen Historischen Museum und da gibt es eine wunderbare Ausstellung zu Identität und Pässen. Und ich möchte Sie auffordern oder Sie anregen, dahin zu gehen und sich diese Ausstellung anzusehen. Das ist eine wunderbare Darstellung der Punkte, die ich gerade genannt habe. Ist ein bisschen anders, wird das dort dargestellt. Es ist ein bisschen weniger alarmierend, die Schlussfolgerung dieser Ausstellung, als das, was ich hier sage. Warum bin ich so alarmiert? Ich bin alarmiert. Wir stehen ja vor einem kalten Winter, nicht genug Gas. Und jetzt sehen wir, dass unsere politischen Führungskräfte uns psychologisch darauf vorbereiten, dass wir Not leiden werden. Macron und Boris Johnson haben Reden in dieser Hinsicht, in diese Richtung gehalten. Das freut mich nicht so sehr. Ich hätte es gerne, dass die Bevölkerung dieser Länder reagieren würden auf die chronische schlechte Regierungsführung in ihren Ländern, so ähnlich wie die Bevölkerung von Sri Lanka. Die Ironie nach dem 11. September war, dass die Regierung damals den Krieg gegen den Terrorismus als einen Krieg der Ideen genannt haben. Das war ein weltweiter Krieg für die Herzen und Hirne der Menschen. Und es wurde war überzeugend dadurch, dass ein besserer Lebensweg vorgeführt und gezeigt wurde. Und das war aber nicht komplett durchgedacht damals und auch seither ist sowas nicht komplett durchgedacht worden. Was passiert, wenn dieser angebliche bessere Lebensweg sich tatsächlich nicht als wirklich besser erweist? Die Antwort darauf wäre, so würde ich befürchten, wäre ein wirklicher Kollaps der Glaubwürdigkeit. Und in den letzten 20 Jahren hat sich gezeigt, dass die Softpower der Vereinigten Staaten, um hier ein offensichtliches Beispiel zu nennen, abgenommen hat innerhalb des Westens. Eine Umfrage aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass 49% der Franzosen und der Deutschen der Äußerung zustimmten, dass US-Macht und Einfluss eine große Bedrohung für unser Land ist. Aber insgesamt scheint es, dass obwohl westliche Länder sich einander weniger mögen, weniger vertrauen, als sie das vor 20 Jahren taten, so misstrauen sie und mögen andere Länder außerhalb des Westens noch weniger. Außerhalb des Westens sieht es anders aus. In derselben Umfrage von 2018 war es so, dass nur 43% der Russen ähnliche Befürchtungen gegenüber Amerika hatten als die Franzosen und die Deutschen. Diese Zahl hätte sich jetzt wahrscheinlich verdoppelt, wenn wir uns die Zustimmungswerte für Putins Politik ansehen. Das ist sicherlich die Haltung in China ist wahrscheinlich auch deutlich weniger negativ. Russland und China arbeiten schwer daran und auch ziemlich erfolgreich, den Rest der Welt für sich einzunehmen, im Nahen Osten, auch in Syrien und erstaunlich auch in Saudi-Arabien und anderen Ländern. Gibt es doch eine große Bereitschaft, sich den russischen und chinesischen Perspektiven anzuschließen. Das zeigt, dass der Westen durchaus sich diskreditiert hat, nicht die Idealen. Niemand mag Frieden und Wohlstand nicht, aber es zeigt sich, dass der Westen das nicht mehr repräsentiert, nicht mehr darstellt. Und das führte zu diesem Verlust an Glaubwürdigkeit. Die Art und Weise, wie Amerika den Rückzug aus Afghanistan im Sommer 2021 durchgeführt hat, bestätigt es aufs Schlimmste diesen Verlust an westlicher Glaubwürdigkeit. Es ist nicht nur diese Chaotik, dieses chaotische Art, wie das passiert ist, was die Bilder, die wir vom Flughafen in Kabul gesehen haben, es wiederholt, ist sozusagen das Ganze führte auch zu einem großen Triumph, einer Belohnung der Taliban. Und nach 20 Jahren in Afghanistan, zusammen mit den Vereinigten Staaten, obwohl Großbritannien 20 Jahre mit den Vereinigten Staaten in Afghanistan gekämpft hat, wurde Großbritannien nicht informiert über den Rückzug. Und es zeigte sich, dass
ein Grund dafür waren, dass auch leitende Beamte damals im Urlaub waren. Und die Regierung Biden hatte nicht gesagt, dass sie dass sie sich zurückziehen würden, und die führenden Politiker in Großbritannien erfuhren von diesen Ereignissen, ähnlich wie sie. Sie sahen die Bilder auf dem im Fernsehen. Alle westlichen Kriege waren substrategisch. Damit möchte ich sagen, es geht nicht ging nicht über das Überleben. Es waren noch nicht mal große, bedeutende nationale Interessen, die auf dem Spiel standen. Aber diese Kriege entstanden aus der Sicht der Politiker, dass die Öffentlichkeit sie drängte, dass etwas gemacht werden musste, weil etwas Fürchterliches in der Welt passierte. Und weil wir so miteinander vernetzt sind, haben Menschen darauf reagiert, auf das, was sie dort in der Ferne sahen, und sie reagierten intensiv darauf. Also Politiker fühlten, dass sie sozusagen gezwungen waren, etwas zu tun, und viele Kriege in der letzten Generation sind geführt worden als Dinge sozusagen im Inland, nicht etwas. Das waren keine Kriege, die als Teil einer großen internationalen Strategie geführt wurden, sondern mehr aus innenpolitischen Motiven heraus. Sie hatten das Gefühl, dass eine Geste erforderlich war, und ich denke, das ist typisch für eine Geste, dass sie billig sein muss. Die Politik dahinter ist wirklich ist Logik, und auch tatsächlich politisch kann man das auch verstehen. Aber das Problem ist, dass das wirklich unehrlich ist, und langfristig erodiert dadurch die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen und auch die Sicht oder die Wahrnehmung, dass die Elite Kompetenz ist. Die Situation, vor der wir jetzt stehen, ist dramatisch und tragisch. Aus der Kombination heraus, dass man wünscht, das Richtige zu tun, hat der Westen heraus sein eigenes Kapital an Glaubwürdigkeit und Vertrauen verspielt. Und das sind eigentlich die beiden Qualitätsmerkmale, die besonders wichtig sind in diesem Krieg der Ideen. Das ist also eine sehr unsichere Situation, in der wir uns befinden. Und schlussfolgernd möchte ich Folgendes sagen. Vorhin habe ich die tausende Jahre lange agrarische Zeit der menschlichen Zivilisation erwähnt, verglichen zu der wirklich kurzen Zeit des Industriezeitalters. Und ich habe auch gesagt, dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Zeitaltern sehr verschwommen sind. Es zeigt sich, dass es mein Kollege David Adderton hat das den Schock des Alten genannt. Das scheint daraus zu entstehen. Russland, so scheint es, gewinnt gerade einen Informationskrieg. In einen Krieg in diesem Informationszeitalter, weil sie immer noch mehr Militärmuskel haben, Militärkraft haben, Oldschool-Militärkraft sozusagen. Leben wir immer noch in einem industriellen Zeitalter, und die größte Sorge der Regierung im Westen ist im Moment, ob wir genug Nahrungsmittel für den Winter haben. Die Ukraine und Russland bauen das Getreide für Nordafrika und den Nahen Osten, insbesondere für Ägypten. Und das, was das Ergebnis sein könnte, ist eine Migrationskrise, die unvergleichlich ist. Ich möchte hier kurz eine Anekdote nennen. Vor kurzem habe ich meine Teenager-Tochter abgeholt aus der Bibliothek. Dort hat sie erstmals 8 Stunden gearbeitet. Sie war sehr hungrig und müde. Sie wollte unbedingt nach Hause etwas essen und dann direkt ins Bett. Ich möchte nach Hause essen und schlafen, sagte sie. Das entspricht der berühmten Hierarchie von Maslow in Bezug auf die Bedürfnisse, die jemand hat. Also physische Bedürfnisse kommen zuerst. Also im Auto allerdings war das erste Bedürfnis von ihr, ihr Handy an das Bluetooth-Netz anzuschließen, sodass sie eine Sendung
weiterhören konnte, die sie vor ihrer Arbeit in der Bücherei schon gehört hatte. Und ich meckerte sie an, weil sie ja ihren Sicherheitsgurt zuerst anschließend zumachen sollte. Das war sozusagen das Sicherheitsbedürfnis, was für mich wichtig war. Und sie sagte, sie könne das nicht machen, bevor sie nicht ihre psychologischen Bedürfnisse, nämlich vernetzt zu sein mit Bluetooth, befriedigt hätte. Ich denke, das zeigt wirklich, dass unsere Bedürfnisse von Alter zu Alter unterschiedlich sind. Wir sind nicht mehr prähistorische Menschen auf der afrikanischen Savanne, wo wir uns einander die Köpfe einschlagen. Aber unsere Bedürfnisse, wir sind anders, aber unsere grundlegenden Bedürfnisse bleiben. Und vielleicht müssen wir unsere Prioritäten etwas ändern und das vielleicht ändern wir ein bisschen unsere Prioritäten, dass manche psychologische Bedürfnisse sich ein wenig ändern und dass vielleicht deswegen unsere Sicherheitsbedürfnisse nicht mehr ganz so wichtig sind. Und wir haben hier wir sehen wirklich das Bedürfnis der Menschen heutzutage, dass sie sich in vernetzen. Und das, wir sehen auch, dass Menschen sehr nervös werden, wenn sie ihr Handy nicht dabei haben. Auf einer übergeordneten Ebene sehen wir, dass die Zeitalter nicht ersetzt werden, sondern dass sich eine Schicht auf die andere hinzufügt. Und bei der Kriegsführung ist das ganz deutlich der Fall. Das mächtigste digitale System nützt einem nicht, wenn der Bediener gerade erstochen worden ist. Es gibt die einfachere und effektivere Art und Weise, Krieg zu führen, als mit einem Cyberanschlag. Und das, was wir wirklich lernen müssen, ist, dass das Problem Selbstzufriedenheit ist. Große Mächte entstehen und gehen unter, nicht gehen unter aufgrund verschiedener Ursachen von einem Zeitalter zum anderen. Aber So, thanks. So, ist das Mikro an? Wunderbar, ich kann mich hören. Können Sie mich hören? Okay, wunderbar. Vielen Dank, David, für diesen sehr offenen, oft kontroversen Vortrag. Jetzt haben wir Zeit, kurz zu reden und dann können Sie auch die Fragen von dem Publikum hören. Ein paar allgemeinere Fragen. Wir schauen uns dann natürlich noch mal detaillierter den derzeitigen Krieg an. Hier in Deutschland wissen wir natürlich, dass alte Technologien die neuen Technologien nicht ersetzt. Denn wir haben hier gesehen, dass die Faxmaschinen hier wirklich wieder genutzt wurden während der Corona-Pandemie. Hier hatten wir also eine ähnliche Beobachtung gemacht. Sie haben über Kontinuität im Gegensatz zur Revolution gesprochen. Sie haben ein paar Beispiele angeführt, die ich sehr interessant finde. Und zurück zu der historischen Perspektive. Sie haben über das napoleonische Mindset gesprochen im Ersten Weltkrieg, das letztendlich zu einem großen Gemetzel geführt hat, vor allem in den ersten zwei Jahren des Ersten Weltkriegs. Könnten Sie vielleicht noch einmal ausführen, worum es bei diesem Mindset oder dieser Einstellung überhaupt ging und wie das überhaupt möglich war, so viel Schaden anzurechnen? Das ging ja nicht nur um Technologie, sondern auch wirklich um Einstellung. Also das napoleonische Mindset oder die Einstellung. Nun, es ist nicht so kompliziert. Ich erkläre. Die meisten Generäle im Ersten Weltkrieg, die europäischen Generäle während des Ersten Weltkriegs, nun ihre Vorstellung davon, wie die Kriegsführung ablaufen würde, wurde durch die Erfahrung mit Napoleon geprägt. Nämlich das letzte größte Beispiel eines intereuropäischen Krieges. Denn zwischen dem Napoleonischen Krieg und dem Ersten Weltkrieg ist sehr, sehr viel passiert natürlich im Bereich der Entwicklung von Technologie.
Und es gab Anzeichen im Laufe des 19. Jahrhunderts, dass es eine Veränderung gab. Man schaue sich den amerikanischen Bürgerkrieg an, der sehr industriell geprägt war. Einer der Gründe dafür, warum der Norden letztendlich gewonnen hatte, war seine industrielle Macht. Ich habe die französisch-preußischen Kriege genannt. Und auch hier könnte man sagen, dass die Dinge sich so entwickelt hatten aufgrund der Transporttechnologien, die entwickelt wurden, die eine große Auswirkung auf den Verlauf des Krieges hatten. Dann, wenn man sich die Burenkriege anschaute, auch hier gab es Anzeichen dafür, dass Gewehre zum Beispiel angewendet wurden, neue Technologien ins Spiel kamen. Und außerdem in den Burenkriegen war es so, dass die Verbundenheit der globalen Gesellschaften stärker hervortrat. Schon damals gab es ein internationales Medium, das britische Imperium hatte damals vor allem auch mit den französischen Medien zu kämpfen. Nur als Beispiel. Also es gab Anzeichen für eine Veränderung. Und das allein ist bereits eine Lehre, die wir daraus ziehen können, dass man die Signale, die Anzeichen nicht ignorieren sollte, die vielleicht unserem Existierenden, unserer Wahrnehmung der Situation, der Gegenwart oder des gegenwärtigen Paradigmas entgegenzusetzen sollte. Also es gab dieses Bild der Kriegsführung. Und es funktionierte nicht in einer Umwelt, in der es bereits eine so große Veränderung bei der Tödlichkeit von Waffen gegeben hatte, bei der Sichtbarkeit von Militäroperationen von oben aus der Luft, also zum Beispiel mit Hilfe von Ballons. Also all diese Dinge hatten sich entwickelt, und zwar sehr, sehr schnell, in einem Kontext, in dem es bereits moderne große Staaten gab, die bereits den gesamtgesellschaftlichen Muskel angewendet hatten. Das heißt, sie haben jede Person genommen, die sie an die Frontlinie bringen konnten. Und das hat dann letztendlich natürlich zu einem riesigen Gemetzel geführt. Viele verlorene Menschen leben, bis man letztendlich herausgefunden hat, wie man unter modernen Bedingungen Krieg führte. Nun, ich bin natürlich kein Militärhistoriker, aber ich denke, dass einige der Prämissen, wie eine Armee vor 200 Jahren organisiert wurde und heute sehr anders wären. Die ganzen Generäle, Offiziere nun, sie waren alles damals Aristokraten. Das ist natürlich heute nicht mehr der Fall. Wir haben jetzt eine ganz andere Mobilität innerhalb der Rangordnung, aber sie beschreiben etwas, was mich an das napoleonische Beispiel erinnert. Sie haben über den Donbass gesprochen, über die durch Netzwerke ermöglichte Zermürbung, also durch günstige digitale Systeme. Sie haben den Lieferwagen erwähnt, nur als Beispiel. Und sie haben geschlussfolgert, dass die militärische Taktik hinterherhängt und nicht führt. Sie haben das F-35 genannt und die ganze Konstellation, die Sie ja erwähnt hatten, bei der deutsche und französische Armeen Millionen ausgeben würden, während die Russen nur 50.000 ausgeben, sehen wir hier einen ähnlichen Zusammenschluss von unterschiedlichen Mindsets, Einstellungen, oder wird es letztendlich für die NATO zum Beispiel auch möglich sein, für dieselbe Menge Geld zu schaffen? Nun, zwei Antworten an dieser Stelle. Oder zwei Aspekte besser einer und derselben Antwort. Erstens, der Westen hat keinen wirklichen Krieg gekämpft seit mehr als einer Generation. Wir haben Kriege geführt, für die wir uns bewusst entschieden haben. Wir hatten häufig eine große materielle Übermacht, außer jetzt vielleicht den Kosovo-Krieg, wo die Serben tatsächlich eine sehr gut ausgeprägte Luftverteidigung hatten. Nun, andere Kriege, die vom Westen geführt wurden, wurden in einem Kontext geführt, wo wir quasi die mächtigste Luftwaffe hatten und quasi straflos im Himmel agieren konnten.
dies nur als Beispiel dafür, wie die Kriege, die wir geführt haben, nicht unbedingt herausfordernd gewesen sind, wie zum Beispiel andere Kriege es in der Vergangenheit gewesen sind. Oder wie andere Kriege auch sein können in der Zukunft oder auch der derzeitige Krieg in der Ukraine, ist der zweite Punkt. Und es ist mir gerade erst eingefallen, als Sie die Frage gestellt haben, ich habe mich gerade an das Thema Klassenstruktur erinnert, Hierarchien. Ja, wir haben in unseren heutigen Gesellschaften nicht dieselbe Klassenstruktur oder Hierarchien wie in der Vergangenheit. Und die Rekrutierung läuft heute ganz anders ab. Also dieses Muster, nun, ich würde sagen, es ist nicht ganz dasselbe. Aber ich glaube, wenn Sie sich jetzt mal die höchsten Militärgeneräle anschauen, sie kommen alle aus derselben Klasse, mit demselben bürokratischen Hintergrund wie der Rest der zivilen Elite. Deshalb würde ich hier sagen, dass man diesen natürlichen Fortschritt von Senior-Offizieren zu Manager zu anderen Führungspositionen in der Industrie und Wirtschaft, nun, das sind dieselben Leute. Das ist häufig, was hier passiert bei den Offizieren. Ich glaube deshalb, dass unsere Gesellschaft auch grundsätzlich in Klassen strukturiert ist. Eine Hierarchie hat nicht wie damals in der Vergangenheit, aber schon noch in gewisser Art und Weise. Und ja, unsere höchsten Generäle kommen aus einer Managerklasse. Und ja, von mir aus, denn hier hat man ja dann auch diesen Bildungshintergrund, das ergibt schon irgendwie Sinn, aber der Nachteil ist natürlich, wenn sie alle aus denselben Hintergrund haben, dann haben sie alle dieselben Ideen und Vorstellungen und Perspektiven. Das heißt also, man hat immer wieder dasselbe und das führt dann dazu, dass man keine kreativen Lösungen findet und immer nur denselben Mustern folgt. Ich habe ja bereits darüber gesprochen, dass es ja auch diesen Übergang gibt von Führungspositionen im Militär zu Führungspositionen in der Wirtschaft und das ist vielleicht wieder ein Grund dafür, warum militärische Ausrüstung so teuer ist. Nun, wir werden bald Fragen des Publikums zulassen. Ich würde noch gerne weitere Fragen stellen zum Thema Technologie, aber ein weiterer Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist die Macht der Mythen und dass wir diese Macht der Mythen im Westen nicht mehr nutzen. Und Sie haben gesagt, dass das Internet dazu führt, dass unsere Gesellschaften gespalten werden. Und ich bin mir dessen nicht so sicher, ehrlich gesagt, denn das Internet kann auch zusammenbringen und kann Menschen mobilisieren. Zum Beispiel. Oder Menschen in eine Machtposition bringen. Wir haben Emanzipationsprozesse gesehen in den letzten 15 Jahren. Ich glaube, das Internet ist auch quasi das Zentrum der westlichen Demokratien. Und viele im Osten würden das sicher auch sagen, vor allem in der Ukraine. Und sie würden sagen, dass tatsächlich das eine Stärke der westlichen Demokratien ist. Und jetzt sagen sie, nein, es ist eher eine Bedrohung für das, was wir benötigen, um in den Krieg zu ziehen. Habe ich Sie richtig verstanden? Nun, ich glaube nicht, dass wir hier und jetzt unsere Freundschaft beenden müssen. Nein, denn wir stimmen im Großen und Ganzen überein, würde ich sagen. Also, das ist alles wirklich sehr, sehr kompliziert. Und es gibt ein großes Hin und Her und konträre Indikatoren. Ich denke jedoch, dass die Erfindung neuer Medien und die Folgen und Auswirkungen auf die Gesellschaft wirklich sehr interessant ist. Und warum habe ich das über das Internet gesagt? Nun, wenn man sich einmal die Erfindungen der Druckmedien anschaut oder des Druckprozesses,
Zuerst hatte man eine vereinende Wirkung, zum Beispiel innerhalb der Wissenschaften. Wenn man jetzt zum Beispiel etwas druckt, dann wird das die Version, die quasi an Autorität gewinnt und dann geteilt wird. Also hier hat man wieder etwas, was zusammenbringt in den Wissenschaften, zum Beispiel in der Philosophie und auch in vielen anderen Bereichen. Gleichzeitig sieht man auch, dass das zu einer Spaltung führt in der Gesellschaft. Und dann haben wir wieder die Reformationskriege. Dann hat man die Pamphletkriege. Pamphlet ist hier im Titel. Was heißt Pamphletkrieg? Nun, jetzt sind nämlich die Menschen in der Lage gewesen, Pamphlete zu produzieren. Also einerseits haben wir hier etwas, was Menschen zusammenbringt und vereint. Und auf der anderen Seite haben wir die Spaltung. Und ich glaube, das ist auch das, was wir heute in unserer Gesellschaft beobachten. Denn was beobachten wir derzeit? Nun, ich glaube, es ist zu kontrovers, um zu sagen, dass Identitätspolitik sehr Mainstream oder dominant geworden ist in den meisten westlichen Gesellschaften. Denn hier geht es letztendlich darum, dass Menschen eine Gruppe finden, mit der sie sich identifizieren. Und wie können sie das machen? Nun, aufgrund der größeren Vernetztheit etc. oder weil die Distanz nicht mehr existiert. Und auf der anderen Seite sehen wir hier auch eine Reduzierung anderer Affinitäten, die auch wichtig sind, zumindest im Kontext der Kriegsführung. Vor allem, wenn die nationale Identität zum Beispiel zerbricht, dann kann man nicht mehr das Bild der Nation heraufbeschwören, denn dann weiß man nicht mehr, wovon man hier eigentlich spricht. Also ich glaube, diese zwei Dinge geschehen gerade gleichzeitig. Wie ich gesagt habe, der Krieg ist ein kollektives Unterfangen. Und er besteht zwischen Staaten zum Beispiel. Es gibt natürlich nichtstaatliche Akteure ebenfalls. Darüber möchte ich jetzt gerade nicht sprechen. Und wenn es den Staaten nicht gelingt, die nationale Identität zu beschwören, dann ist das wirklich ein Problem für die Macht dieses Staates. Und wenn man sich einmal anschaut, warum auf der einen Seite mehr Ausdauer vorhanden ist als auf der anderen, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor hier. Nun, ich denke, in Deutschland sind wir nicht sehr empfänglich für diesen nationalen Mythos nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ein meiner Lieblingszitate von einem amerikanischen Historiker ist, dass die US auch sehr fragmentiert ist seit 1776. Ich glaube, so kann man auch Demokratie beschreiben, dass es hier um Meinungsverschiedenheiten gibt und es geht und dass Meinungsverschiedenheiten das zu wirklich Streitigkeiten führt. Also wir können natürlich auch das Publikum jetzt hier fragen und tiefer eintauchen in viele Aspekte dieses wunderbaren Vortrags, den wir gerade gehört haben. Hier, vielleicht fangen wir mit dem Publikum hier vor Ort an. Da gibt es auch das Mikrofon. Vielleicht könnten Sie darauf eben warten, weil wir das ja hier übertragen. Ja, vielen Dank, Herr David, für diese Einblicke. Sie haben wirklich ein dunkles Bild gezeichnet. Der Westen verliert diesen Krieg. Der Westen verliert diesen Informationskrieg und dieses Paradigma. Und die materielle Seite könnte und der Westen verliert den materiellen Krieg und verliert auch den sozialen Krieg sozusagen, weil wir diese Einheit in Vielfalt nicht schaffen. Das europäische Ideal könnte uns vereinen zu einer Art Nationalstaat. Was wäre Ihr Rat für Politiker, was sie tun sollten? Was wäre Ihr Rat an Politiker, damit dieser Krieg, damit die Entwicklung dieses Kriegs gewendet werden kann? Ich lächle hier, denn Tobi hat ja schon angefangen zu sagen, dass ich kontrovers wäre. Nein, das stimmt nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier kontrovers bin.
Man gewinnt das nicht. Ich würde den Politikern sagen, dass sie den Gedanken aufgeben sollten, dass sie diesen Krieg gewinnen müssen, einfach aufgeben. Ich habe heute gelesen, dass die Stromkosten in Deutschland sich um 720% gestiegen sind. 720%. Das, denke ich, ist... Warum? Das, ja, das sind Politiker entscheidend. Das ist Selbstmord für die größte Industriemacht in Europa. Und ich könnte noch weitere Beispiele nennen. Großbritannien hat heute angekündigt, dass Gaspreise um 80% zugenommen haben und dass die Mehrheit der britischen Familien bis Mitte Winter in einem Zustand der Treibstoffarmut leben würden. Das ist nicht nachhaltig, das können wir nicht durchhalten. Also das ist meine Sicht, dass wir das nicht durchhalten können. Und ich denke auch, dass dieser Krieg beendet werden muss. Wir kennen alle das Ergebnis dieses Krieges, das wissen wir seit dem ersten Tag. Das ist nämlich hier irgendeine Art von politischer Teilung geben wird. Und das kann nicht zusammengehalten werden als Land. Die Ukraine kann nicht als das Land zusammengehalten werden, wie es vorher war. Das, denke ich, ist eine Tatsache. Wir müssen diesen Krieg jetzt beenden. Und damit das passiert, müssen wir mit den Russen direkt sprechen und sie fragen, was sie wollen. Und wir müssen sie fragen, was ist es, was euch befriedigen würde, dass für den Westen nicht so erniedrigend wäre, dass wir es nicht unserer Bevölkerung verkaufen können. Also das ist eine wirkliche schwierige Diskussion, konfrontative Diskussion. Und ich würde auch dazu drängen, dass ein Thema dieser Diskussion sein müsste, dass die Russen befragt werden müssen, wie sie wirklich langfristig ihre Verbindung zu China sehen. Dieser Eurasische Pakt zwischen Russland und China, das ist wirklich das, was Geostrategen schon uns seit Ewigkeiten gewarnt haben, seitdem Geostrategie erfunden worden ist. Das ist sehr gefährlich und wir brauchen wirklich Diskussionen unter Erwachsenen, zwischen Erwachsenen mit Russland sozusagen. Und das wäre mein Rat. Ja, vielen Dank. Gibt es noch eine Frage hier vom Publikum? Ja, doch da hinten vor der Theke. Ja, guten Abend und vielen Dank für den Vortrag. Sie sind jetzt hier in Berlin, der früheren Hauptstadt von Preußen, und Sie sprachen von den napoleonischen Kriegen. Ich denke, es gibt zwei Lehren, die Preußen aus den napoleonischen Kriegen gezogen hatte. Die erste ist, dass man Freundschaft mit Russland schließen muss. Nur in einer Allianz mit Russland kann der deutsche Staat irgendwie überleben in diesem Gesamtspiel der europäischen Nationen. Aber die zweite Lektion war, dass nach der britischen Blockade der Kontinentalsperre hat dieser Krieg die Industrialisierung und die Innovation drastisch befördert. Wenn wir jetzt in anderen Zeiten leben würden, würden Sie nicht denken, dass der Westen, der jetzt unter dieser Blockade Russlands in Bezug auf die fossilen Energien lebt, dass das nicht im Prinzip auch eine gute Sache ist, dass das hier die Entwicklung alternativer Energien fördern würde? Aber was sollte Europa tun? Wir sind ja Nachbarn von Russland, gleichzeitig Verbündete von den USA. Und Sie sagten ja, dass die USA sozusagen eine Macht ist, die im Niedergang begriffen ist. Ja, ich denke, das ist sehr interessant, was Sie gesagt haben, Ihre Bemerkungen zu Russland. Und ich verstehe auch diesen Gesichtspunkt da. Aber im Hinblick im Hinblick darauf, ob wir uns die Vorzüge oder Vorteile dieser Blockade ansehen können, ob das tatsächlich ein Ansporn für Innovation ist in alternative Energien zum Beispiel. Ich denke, das könnte der Fall sein, ja. Ich hoffe das zumindest. Ich bin im Allgemeinen für Innovation
und auch dafür, dass man sozusagen solche Entwicklungen hat. Aber ich glaube, im Prinzip ist es keine gute Art und Weise, ist Innovation hervorzurufen. Also Krieg führt oft zu Innovation, treibt Entwicklungen voran, aber die Kosten eines Krieges sind so hoch, so dramatisch. Ein Freund von mir hatte mal sehr starkes Übergewicht und dann hatte dieser Freund Krebs und hatte Monate Chemotherapie zu machen und am Ende war er nicht mehr übergewichtig. Ist Krebs jetzt eine gute Art für eine Diät? Naja, ich würde das jetzt nicht wirklich empfehlen und ich würde nicht empfehlen, dass man hier einen Stellvertreterkrieg mit Russland hat, zu dem eben auch eine solche Blockade gehört. Blockade für Gas, Öl, Düngemittel, eine ganze Reihe von strategischen Mineralien und so weiter. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein guter Weg ist, Innovation in anderen Bereichen voranzutreiben. Es mag sich am Ende als positiv herausstellen, langfristig, also kurzfristig bin ich pessimistisch, aber langfristig gesehen bin ich durchaus optimistisch. Also Dinge werden irgendwie funktionieren, aber dann sind wir alle tot. Und ich glaube nicht, dass das eine gute Art und Weise ist, Innovation voranzutreiben. Das führt zuerst einmal zu so viel Leid und Not, dass sich das einfach nicht lohnt. Ich war ein sowjetischer Militäranalyst zu Beginn meiner Karriere. In den 1990er Jahren habe ich sehr viel Zeit in Russland verbracht und auch in Osteuropa insgesamt. Und als Gesellschaft möchte man nicht einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im zweistelligen Rahmen mitmachen. Das führt zu Not über viele Generationen hinweg. Und ich glaube, das steht jetzt gerade hier auf dem Spiel. Dieses Risiko gehen wir gerade ein. Also ist Krieg für irgendetwas gut? Ist Krieg wirtschaftlich gut oder für irgendetwas anderes gut? Ich denke, die Leute in Detroit, damals, als dieses Lied rauskam, dachten wahrscheinlich, dass Krieg gut sein könnte für sie, weil es ja die Automobilindustrie angetrieben hat. Haben wir noch weitere Fragen auf Slido? Ja, vielleicht können wir mal hören, was auf Slido geschrieben steht. Dass die Teilnehmer von zu Hause nutzen können. Sie haben gesagt, ist das ein Bezug auf künstliche Intelligenz? Ja, das bezog sich hier auf künstliche Intelligenz, ja. Ich habe nicht über künstliche Intelligenz gesprochen. Ich hätte auch sagen können, dass ich nicht so viel über Technologie sprechen würde, aber diese Frage ist wirklich sehr passend, sehr aufmerksam. Ich habe gesagt, dass es eine ganze Reihe von Dingen gibt oder Aspekte im Krieg gibt, die Zufälligkeit, Reziprozität und so weiter, das sind typische Aspekte des Krieges und die Tatsache, dass Krieg natürlich auch Gewalt mit sich bringt. Und ich denke, solange Menschen diesen Krieg führen, wird das so der Fall sein. Wenn es aber KI wird, wenn man KI da reinwirft, dann ist es wahrscheinlich möglich, dass sich das ändert. Und KI ist wird nicht notwendigerweise so denken, wie Menschen denken. Es wäre wahrscheinlich interessant zu sehen, zum Beispiel, dass wenn man einen KI-General hätte, also eine allgemeine KI hätte, die Gefühle hätte, die denken könnte und wirklich Emotionen hätte und nicht nur ein Algorithmus wäre, selbst wenn das ein ganz ausgeklügelter Algorithmus wäre, dann denke ich, wäre es interessant zu fragen, wenn wir eine solche KI hätten, dann wäre es interessant, eine solche KI-Einheit zu fragen, was sie sehen würde, was der Sinn eines Krieges sein könnte. Diese KI käme vielleicht zu dem Schluss, dass vielleicht Krieg für nichts gut ist und dass man deswegen keinen Krieg führen darf. Und vielleicht könnte die KI auch zum Schluss kommen, dass Krieg wunderbar toll ist und so weiter. Also
dieser Hang zu was, zu sowas Destruktiven, dass man das nicht haben möchte. Auf diese Idee könnte die KI ja vielleicht auch kommen, dass das einfach zu kostspielig ist. Gibt es noch eine zweite Frage auf Slido? Oder war es das? Ja, ja. Ja, vielen Dank. Ich wollte fragen dazu, Sie sagten, dass Krieg reziprok ist. Sie sprachen über Ihre Studenten, über Ihr Institut, wo es um strategische Kommunikation geht, dass ganz viele Studenten eben strategische Kommunikation studieren möchten. Ich fragte mich, der Grund, weshalb Studenten strategische Kommunikation studieren möchten im Westen, in Großbritannien und so weiter, ist das nicht vielleicht verschwendete Zeit? Denn wenn das Ganze reziprok ist, und Sie sprachen ja diese eurasische Allianz, Pakt genannt, und wenn dann einfach das Internet zu dicht gemacht wird, geschlossen wird von denen, dann kann das ja nicht mehr reziprok sein. Inwieweit meinten Sie, dass das reziprok sein könnte? Ich möchte hier meine Kollegen nicht betrüben. Ich denke, das ist offene Informationen. Unsere strategische Kommunikationsprogramme sind für die Chinesen sehr attraktiv. Unser Institut für Kriegsstudien ist sehr international ausgerichtet. Wir haben sehr viele Studenten aus der ganzen Welt, das ist ja kein Geheimnis. Und zu jeder beliebigen Zeit werden wir, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber diese Zahlen weiß ich nicht auswendig. Aber selbst wenn ich die Zahlen wüsste, würde ich sie jetzt hier nicht öffentlich in ein Mikrofon sagen. Aber es gibt sehr viele chinesische Studentinnen und Studenten bei uns, die interessiert sind an Thema strategische Kommunikation bei uns im Institut für Kriegsstudien. Und wahrscheinlich ist das so, weil sie den Eindruck haben, und ich denke, einige von denen werden finanziert von der chinesischen Regierung. Und da besteht die Wahrnehmung, dass das vielleicht Kenntnisse sind, oder die Studenten selbst haben das Gefühl, dass sie mit diesen Kenntnissen punkten könnten in China. Und als ich noch Student war und als ich Russisch studiert habe und Befehlsökonomie studiert habe, Planwirtschaft studiert habe. Der Grund dafür war, dass wir dachten, es wäre nützlich zu lernen, was unsere Feinde sozusagen wissen und kennen. Und ich glaube, so viel, das passiert nach wie vor. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort auf Ihre Frage ist, aber ich denke, das wäre eine Erklärung dafür, dass das ein Bereich ist, ein Studienfach ist, das angesehen wird als fester Bestandteil unserer zeitgenössischen Konflikte ist. Also nicht nur im Westen, sondern auch im größeren Rahmen, dass andere Länder auch das Gefühl haben, dass das etwas ist, womit sie sich befassen sollten. Ich denke, auch Ihre eigenen nationalen Zentren befassen sich mit diesem Thema. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Könnten wir noch eine Frage von Slido haben, bevor wir hier zur Zusammenfassung kommen? Ja, zu Beginn haben Sie schon gesagt, dass es die Sicht, ob es einen Grund gibt für einen Krieg gibt, dass sich diese Sicht gewandelt hat. Könnten Sie das noch ein bisschen ausführen dazu, ob Ihre persönliche Sicht geändert hat? Also ob Ihre persönliche Sicht darüber, ob es gute Gründe gibt für einen Krieg, dass sich Ihre persönliche Sicht gewandelt hat. Ja, persönlich kann ich sagen, ich war immer fasziniert von Krieg und bin das immer noch. Und ich habe angefangen, ich habe das studiert und damals in eine bestimmte Richtung gedacht und befasse mich, ja, und 35 Jahre befasse ich mich mit dem Thema, und ich kann nur sagen, dass es ziemlich viele Kriege gibt, die sich nicht als nützlich erwiesen haben. Das kann ich sagen nach meinen vielen Jahren Studium. Und wir haben uns akademisch, in einer formellen akademischen Art, mit dem Studium des Krieges befasst.
Und das meiste, womit ich mich befasst habe, waren die Kriege nach dem Kalten Krieg. Und während dieser Zeit gab es wirklich einen unnachgiebigen Anstieg einer Art von Krieg, der entscheidungsbringend ist, der billig ist, der leicht geführt werden kann. Und sowas hat es nie gegeben in Wirklichkeit. Und was hatten wir bisher? Stattdessen, wir hatten wirklich endlose Kriege, lang sich hinstreckende Kriege, die mühsam waren, die erfolglos waren und so weiter. Also meine persönliche Schlussfolgerung ist, dass Krieg nicht wirklich für irgendetwas gut ist. Wir haben wirklich uns bemüht, festzustellen, ob Krieg in irgendeiner Hinsicht nützlich sein kann. Und die Gründe dafür sind wirklich kompliziert. Viel hat viel mit unseren Gesellschaften zu tun. Vielleicht kann man so ausdrücken, wenn Sie eine Gesellschaft haben, die nicht an die Nützlichkeit von Krieg glaubt, und wenn Sie einen Krieg gegen einen Feind kämpfen, der daran glaubt, dass Krieg nützlich ist, dann sind Sie in einer schwierigen Situation, dann sind Sie eingeschränkt in Ihrer Fähigkeit, diesen Krieg durchzuführen. Und dieser Glauben an die Nützlichkeit eines Krieges kann wirklich Vorteile, also kann zu einem materiellen Ungleichgewicht führen. Also die meisten Kriege waren nicht sehr erfolgreich, die meisten waren eigentlich ein Desaster, sehr teuer. Wirklich wortwörtlich in Bezug auf Money. Tausende von Leben sind verloren gegangen. Zehntausende von Menschen haben lebensverändernde Verletzungen davongetragen. Ich weiß nicht, wie viel. Ich kenne die Todeszahlen oder Opferzahlen Deutschlands in Afghanistan nicht, aber in Großbritannien haben wir Zehntausende von Menschen, die weniger Gliedmaße haben, als sie haben sollten. Und zwar aufgrund von Entscheidungen, die von anderen getroffen worden sind. Es sind Hunderte von Milliarden von Pfund ausgegeben worden sind. Die haben die Situation in Afghanistan nicht besser gemacht. Sie haben auch das internationale Sicherheitsumfeld nicht verbessert. Also dieser Krieg gegen den Terror hat eigentlich eher noch zu mehr Terror geführt und hat den Terror gefördert. Also das ist einfach meine Erfahrung, dass Krieg eigentlich nicht nützlich ist, obwohl ich Krieg trotzdem noch sehr interessant finde. Also 35 Jahre akademische Erfahrung Erfahrung mit Krieg, das führt immer noch zu dem, was 1967 in dem Lied gesandt wurde, das Krieg, wozu dient Krieg. Also es gibt zwei Fragen. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die ich bei diesem Krieg nicht verstehe, und wirklich zwei Dinge, die mich wirklich erstaunen in dieser Phase. Sie haben zu Beginn darüber gesprochen, als wir unser Video-Vorgespräch hatten, und es zeigte, dass wir eigentlich stärkere Cyberanschläge von Russland erwartet hätten. Und der andere Punkt ist, wir haben so wenig Informationen über den Krieg. Wir haben all diese Smartphones, diese Handys, diese Satelliten, diese mobile Vernetzung und so weiter, und die Bilder, die Berichterstattung von der Front ist sehr schlecht, sehr gering im Vergleich zu anderen Konflikten. Das heißt, keinen großen Cyberangriff durch Russland. Es gab einige Leute, die darüber berichtet haben, aber keinen großen Vorfall und sehr wenig Berichterstattung von den Frontlinien. Und digitale Kriegsführung hatten wir nicht erwartet, aber wir haben sie nicht gesehen. Was ist Ihre Erklärung dafür? Also zuerst einmal die Frage, die Sie gestellt haben. Erstens, hierfür gibt es zwei Seiten. Wie ich in dem Vortrag bereits gesagt habe, um die Ukraine zu treffen, das ukrainische Energiesystem, das Verkehrssystem, was auch immer, hat Russland mehr materielle Mittel, um dies zu erreichen. Sie sind wirksamer, preiswerter etc. Und ich glaube, das ist ein Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist, ich vermute, dass Russland schon signifikante Fähigkeiten im Cyberraum hat. Das würde mich jetzt sehr überraschen, wenn ein Land mit der Erfahrung, wie Russland sie hat, der Einstellung in Bezug auf Vorbereitung etc., nicht wie auch andere Länder, Großbritannien zum Beispiel, USA etc., in
Angriffs mit dem Bereich des Cyberraums investiert hätte. Also ja, ich glaube, Russland hat hier Fähigkeiten und Russland hat diese jedoch noch nicht eingesetzt, weil Russland versucht, hier die Ressourcen zu sparen. Es gibt die Möglichkeit, dass dieser Krieg von einem Stellvertreterkrieg zu einem direkten Krieg wird. Und dann, nämlich an diesem Zeitpunkt, möchte man das einsetzen, was ein mächtiges Mittel wäre. Und dann möchte man erst darauf zurückgreifen. Und ich glaube, das ist die beste Erklärung, die ich hierzu habe, warum wir derzeit weniger Cyberattacken sehen als erwartet. Zum Thema Informationen zum Krieg. Ich glaube, das Beste, was man jetzt tun kann, um sein Verständnis für dieses Krieg und für diesen Krieg und auch für andere Kriege zu schärfen, ist, die Medien abzuschalten. Und tut mir leid, dass ich das jetzt den Journalisten hier im Raum sagen muss, aber konsumieren Sie keine Medien. Es gibt nämlich andere Kanäle, die Sie nutzen können. Welche Kanäle? Nun, wahrscheinlich gehen Sie jetzt gleich hinaus, warum habe ich diesem Typen überhaupt zugehört, oder vielleicht denken Sie auch, dass das wirklich eine gute Idee ist, aber ich persönlich habe der medialen Berichterstattung nicht von Beginn an aufmerksam zugehört. Natürlich lebe ich in demselben Umfeld, wo es diese Medien gibt, aber ich informiere mich nicht über die Geschehnisse, über die Medien, zum Beispiel die BBC oder so. Als der Krieg anfing, was habe ich getan? Nun, ich bin Telegram beigetreten und habe dort vier Gruppen, nämlich das ukrainische und das russische Verteidigungsministerium und dann jeweils die pro-ukrainischen Kräfte und dann noch die pro-russischen Kanäle oder den pro-russischen Kanal. Also lediglich diesen vier Kanälen folge ich im Verlauf des Krieges. Da gibt es sehr, sehr viele Videos und Bilder, Tonnen davon. Ich habe unglaublich viele Stunden damit verbracht, Videos anzuschauen, die den Krieg zeigen, von oben zum Beispiel. Aber es ist alles Perspektive, also eine Form von Propaganda vielleicht. Also man muss versuchen, dann diese Informationen von ganz verschiedenen Quellen zu sammeln, also von konfligierenden Quellen, und diese Kanäle stellen dies für mich dar. Ich glaube, hier habe ich eine relativ große Auswahl an verschiedenen Quellen und diesen muss man folgen über eine längere Zeit und dann sein kritisches Denken einsetzen. Man hat den einen, der sagt das eine und die andere, die sagt das andere. Man hat natürlich manipulierte Bilder bzw. Bilder, die nur eine bestimmte Perspektive darstellen. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass man sich von der medialen Berichterstattung entfernen sollte. Warum? Nun, mein Grund dafür ist, dass die Medien die wenigsten brauchbaren Informationen bieten. Die Informationen wurden verarbeitet und es ist nicht klar und offensichtlich, wie diese Informationen bearbeitet wurden. Wenn ich einen Kuchen essen möchte, möchte ich wissen, wie dieser Kuchen gebacken wurde. Und Telegram wird hier nicht verarbeitet oder die Informationen hier werden nicht bearbeitet von dem russischen Verteidigungsministerium? Ja, natürlich. Natürlich. Das sind alles Perspektiven. Klar. Sind es internationale Kanäle? Ja, natürlich. Also man hat hier zwei konfligierende offizielle Perspektiven und zwei konfligierende Kriegsteilnehmerperspektiven. Und alle von ihnen haben eine Perspektive. Und man muss also, es wäre natürlich dumm, sich ein Bild zu machen auf der Grundlage der Information des russischen Verteidigungsministeriums allein zum Beispiel. Man muss hier verschiedene Quellen nehmen. Und es wäre auch problematisch, sich ein Bild zu machen, ohne dass die Information mit einzubeziehen, die das russische Verteidigungsministerium liefert zum Beispiel. Und man braucht dafür nicht die Medien. Und man braucht, ja, vielleicht belasse ich es dabei. Sind das internationale Kanäle? Sind sie englischsprachig oder lediglich auf Russisch und Ukrainisch verfügbar?
Also ich folge beiden in der englischen Version. Also man kann dem russischen Kanal des russischen Verteidigungsministeriums folgen. Und dort gibt es auch einen englischsprachigen Telegram-Kanal. Das ukrainische Verteidigungsministerium hat auch einen englischsprachigen Kanal, aus offensichtlichen Gründen, denn das ist die Sprache des internationalen Publikums, das sie adressieren möchten. Was ich noch nicht getan habe, ist, mich dem dem russischsprachigen Kanal beizutreten des russischen Verteidigungsministeriums, einfach weil mein Russisch nicht mehr so fit ist, um wirklich diese Menge an Informationen auf Russisch zu verarbeiten. Aber ja, das sind englischsprachige Kanäle, ja. Gut, ich muss jetzt also meinen Familienchat ausweiten und weitere Telegram-Kanäle auf mein Handy laden. Erstmal vielen herzlichen Dank, David Betts. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten. Diese Serie wird weitergeführt am 6. Oktober, wenn wir in Frankfurt mit Stefania Milan einen weiteren Vortrag haben. Wir haben bereits über das Thema gesprochen. Hier werden wir eine neue Perspektive einbringen im Oktober. Vielen Dank, dass Sie aus London hier angereist sind. David Betts, vielen Dank, dass Sie hier waren.